Heavy Bogan Deto ist auch in Monster Hunter Rise extrem stark. Die Monster liegen super oft auf dem Boden rum und können nichts machen. Wenn ihr easy Monster töten möchtet, dann solltet ihr diesen Bild nachbauen. Ist richtig krass. Servus Monsterjäger, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bin ich für euch mit dem nächsten Bild-Video zurück. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zur Open World und Rollenspiele. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei, sind schon viele Bild-Videos für Monster Hunter Rise draußen. Und heute geht es um die Heavy Bogan Deto. Ist nicht nur in Monster Hunter World extrem stark, Iceborne, sondern auch in Monster Hunter Rise. Die Monster liegen einfach betäubt auf dem Boden rum. Super, um alleine Monster zu besiegen. Kann man auch mit Block spielen, bedeutet, wenn das Monster einen angreift, wird automatisch geblockt oder man spielt es ohne Block, hat ein bisschen mehr Schaden und lohnt sich auch in der Gruppe zu spielen. Wenn einer mit Deto drin ist und man hat drei andere, die mit irgendwelchen Waffen drin sind und nice Schaden machen können, dann habt ihr richtig schnelle und angenehme Runs. Wie der Bild aussieht, was ihr braucht, um so mit Deto abzugehen, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Als professioneller Heavy Bogan Deto Spieler solltet ihr auf jeden Fall über das Tortenmenü nachladen, wie ihr es bei mir im Video auch gesehen habt. Ich spreche das ganz kurz an, falls eben eine oder andere von euch noch nie Heavy Bogan Deto gespielt hat. Ich komme dann gleich zu den Rüstungsteilen und zur Waffe. Das Ganze geht wie folgt mit dem Tortenmenü. Ihr geht unter die Einstellungen vom Tortenmenü auf Quests und dann nehmt ihr die Abkürzung 1 zum Beispiel und könnt irgendwo, ich fange jetzt einfach oben an, ihr klickt auf Herstellung und dann auf die Munitionsart einmal Deto 1 mit reinnehmen auf alle und einfach auf einen anderen Platz Deto 3 genauso auswählen wie das erste und so könnt ihr dann eben sehr schnell immer wieder Deto herstellen. Man braucht erst, also um Deto 3 herzustellen, braucht man erst Deto 1 und deswegen auf jeden Fall beides mit reinnehmen. On top sollte im Objektbeutel ganz wichtig Sprengnuss drin sein, braucht man um Deto 1 herzustellen, kann man bei den U-Booten farmen lassen und Schießpulver 3 kann man ganz easy kaufen, solltet ihr auch mitnehmen, weil ihr könnt eben dann mit der Sprengnuss Deto 1 herstellen und mit Deto 1 und Schießpulver Deto 3 und mit Deto 3 schießt man die ganze Zeit aufs Monster. Der Bild sieht wie folgt aus von den Fähigkeiten. Was ist wichtig? Ihr seht, es ist sehr wenig drinnen. Man braucht im Endeffekt nur Angriffsboost. Man will so hoch wie möglich den Schaden natürlich haben. Kritten kann Deto-Munition nicht. Ansonsten sind jetzt hier auch noch passive Fähigkeiten mit dabei, weil das der Block-Bild ist. Bedeutet, Blocken ist eben mit dabei. On top. Ansonsten Extraschuss natürlich sehr wichtig. Hin und wieder wird keine Munition verbraucht. Man muss weniger nachladen und hat natürlich auch mehr Munition. Lähmer ist natürlich auch ganz wichtig, denn wir wollen so oft wie möglich einen Knockout bekommen. Ansonsten Artillerie erhöht nochmal den Schaden von Deto. Nachladetempo, Rückstoßdämpfer braucht man natürlich auch, damit man schneller nachladen kann und einfach weniger Rückstoß beim Schießen hat, man eben schneller schießen kann. Von der Rüstung, von der Waffe und Dekoration sieht das Ganze wie folgt aus. Die Meteorkanone ist ganz oben mit dabei. Schildumbau diesmal jetzt hier bei diesem Bild mit drin. Ansonsten Angriffsbonus auf der Stufe 4. Von den Rüstungen sieht es wie folgt aus. Baselhelm ist richtig nice. Artillerie plus Bloggen. Ansonsten beim Weichbrustpanzer gibt es gar keine Fähigkeiten drauf. Sind nur Slots, kann man was Nettes einbauen. Den Weichbrustpanzer bekommt ihr, wenn ihr bei den U-Booten bestimmte Sachen farmen lässt und ein seltenes Produkt rauskriegt, wird es in der Schmiede freigeschaltet. Ansonsten die Antenna-Arme auch echt stark. Zweier Lähmer, zweier Angriffsboost plus natürlich ein Slot. Die Hüfte auch nicht schlecht vom Antenna. Angriffsboost mit dabei. Ansonsten kann man eben hier auch einiges in die Slots einbauen und auch die Baselbeine sind mit dabei. Artillerie plus Blocken ist drinnen plus ein Dreier-Slot. Vom Talisman braucht ihr einen, der im Endeffekt ein 2-2er-Fähigkeiten abdeckt, wie hier zum Beispiel Extraschuss plus einen mittleren Slot habt und dann könnt ihr den Bild im Endeffekt schon nachbauen. Von den Dekorationen sieht das Ganze wie folgt aus. Spar, Absorber ist oben drin mit dem Rückstoßdämpfer, Knockout. Dann ansonsten Eisenmauer, dass man auf die Stufe 5 nach oben kommt. Nochmal ein Absorber wegen dem Rückstoß. Nachlade, dass man eben schneller nachladen kann. Eisenmauer auch nochmal wegen dem Block. Ansonsten zweier Nachlade, dass es schneller beim Nachladen geht. Angriffsboost jetzt hier mit dabei. Und unten ebenfalls. Und hier könnt ihr on top noch was anderes einbauen. Zum Beispiel ein Wappnum, um vom anderen Teammate nicht irgendwie unterbrochen zu werden. Wenn ihr sagt, ihr braucht keinen Block, möchtet einfach mehr Schaden machen, ausweichen und so weiter, kann ich, dann solltet ihr die Waffe ein bisschen umbauen und zwar auf folgendes, auf den Kraft
Kraftlauf. Ihr habt nicht das Schild, sondern den Kraftlauf drin. Somit macht ihr mehr Schaden. Außerdem verzichtet ihr natürlich auf Block. Block hat nur noch 2 Punkte, weil es auf der Rüstung drauf ist. Dafür habt ihr einen 7er Angriffsboost. Von den Rüstungsteilen ist es komplett gleich, gar kein Unterschied. Ihr baut einfach nur mehr Angriffsjuwele ein und so kommt ihr auf die Stufe 7 nach oben. Was ihr auch noch on top braucht, ist das richtige Essen. Ihr wollt natürlich das Maximale aus dem Bild rausholen, deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr Schlägeressen tut, denn mehr Knockout-Damage bedeutet, das Monster liegt öfter auf dem Boden. Bombardier ist auch wichtig, denn die Deno-Munition macht mehr Schaden und zu guter Letzt Verstärker ist zum Beispiel nicht verkehrt, denn man hat am Anfang der Quest auch nochmal mehr Schaden oder man nimmt Schwächer mit, dann hat das Monster ein bisschen weniger Leben auf der Quest mit etwas Glück. Das solltet ihr auf jeden Fall mit einem Gutschein essen, dass die Chance einfach so hoch wie möglich ist, diese Boni zu bekommen. Das war jetzt hier der aktuelle Deto-Build. Einfach extrem stark. Lohnt sich nachzubauen, wenn man easy farmen möchte. Gerade in der Gruppe ist es eine schöne Unterstützung, da das Monster oft auf dem Boden liegt und die anderen Teammates können halt richtig nice Schaden machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wer mehr Build-Videos sehen möchte, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Wird noch einiges rauskommen. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.